Jo Leute, sind hier am Start und willkommen zu meiner absoluten Barber-Review von Nanatsu no Taizai von den Seven Deadly Sins, Kapitel 290. Ich habe natürlich, ihr kennt es, ich habe wieder riesig mega Bock auf dieses Kapitel. Ist natürlich ein bisschen schwierig nach letzter Woche, nach The One, so krass zu überzeugen, so dem Hype gerecht zu werden. Aber dieses Kapitel macht einen guten Job, finde ich. Es ist ein Setup-Kapitel, das heißt, Aufbau ist wieder ganz wichtig hier. Dieses Mal finde ich sehr stark und wir haben Merlin im Fokus. Das finde ich sehr, sehr gut. Da hatte ich ja die letzte Zeit sowieso drüber gesprochen. Ich möchte Merlin sehen. Escanor ist schön und gut. The One ist schön und gut. Alles mega krass, aber trotzdem, Merlin ist hier so das Thema, was ich eigentlich mehr sehen möchte. Also, weil Merlin ist einfach wirklich so ein Charakter, so ein Punkt in Nanatsu no Taizai, der ist noch so unerforscht. Er ist noch so mysteriös. Man möchte so viel sehen und man bekommt so wenig. Und ich finde, sie ist einfach fucking krass. Das darf man hier an dieser Stelle nicht vergessen. Merlin hat so ein unglaubliches Potenzial, obwohl sie theoretisch gesehen eigentlich nur eine Fähigkeit hat, die sie fucking krass macht, und das ist Infinity. Das ist ihre Unendlichkeitskraft, ihre Fähigkeit, komplett alles in irgendeiner Art und Weise unendlich wirken zu lassen. Das heißt, sie kann das natürlich auf andere Charaktere beziehen, theoretisch. Ja, mal gucken, inwiefern das mit Escanor verbunden wird in der Zukunft. Da kommen wir auch in diesem Kapitel drauf zu sprechen, denn anscheinend hat sie so eine kleine Strategie mit Escanor vor. Das wurde hier so ein bisschen gezeigt einfach. Da werde ich gleich auch noch ein bisschen drauf kommen. Ansonsten natürlich auch auf sich selber bezogen, ist sie natürlich so heftig, dass sie keinen krass ernstzunehmenden Gegner in dieser Serie bisher hatte. Und ja, es ist einfach heftig. Es ist wirklich heftig, was Merlin betrifft. Ich hoffe einfach, das wird hier in diesem Arc sehr genutzt. Ich hoffe, man wird hier sehr, sehr viel von ihrer Seite aus sehen. Denn wir sind natürlich im finalen Arc. Der Camelot-Arc ist so quasi so eine Art Teil-Arc des ganzen Finales, würde ich sagen. Und deswegen möchte ich hier von Merlin einfach die nächsten paar Kapitel sehr, sehr viel sehen. Das soweit dazu. Wir kommen zu diesem Kapitel und am Ende des Ganzen noch zu einer kleinen Spekulation meinerseits, weil ich über eine Sache sprechen möchte, die ich ganz interessant finde. Auf jeden Fall kommen wir jetzt erstmal zu dem Kapitel. Wir sehen natürlich neben Merlin auch einen großen Fokus auf Chandler und Cusack, was ich sehr gut finde, dass Zeldris auf jeden Fall down ist, ja. Ich hätte es jetzt absolut scheiße gefunden, wenn Zeldris wieder aufgestanden wäre, wenn Zeldris irgendwie, ja, keine Ahnung, weitergekämpft hätte oder so etwas. Das wäre wirklich absolut wack gewesen. Sehr gut, dass Nakaba das nicht getan hat. Sehr schön. Wir haben hier Chandler und Cusack, die zum Einsatz kommen. Zeldris ist down und muss sich erstmal zur Ruhe setzen und sich ein bisschen ausruhen, einfach gefühlt. Sagt Cusack hier auch, dass er kämpfen wird. Was ich auf jeden Fall krass fand, war die Tatsache, dass Cusack schon mit Zeldris so sprach, als würde er sich von seinem Schüler verabschieden. So sehr auf einer emotionalen Art und Weise. Zeldris hat ihm gesagt, dass er ihnen, also den Gegnern, Merlin, Escanor, Hendrickson und so weiter, dass er ihnen seine wahre Stärke zeigen soll. Oder dass er halt dementsprechend sehr heftig kämpfen soll und überzeugen soll. Und Cusack sagt hier an dieser Stelle, er macht das alles, aber Zeldris soll nicht vergessen, dass er ihn irgendwann einholen wird. Und ich fand, das hatte so einen gewissen Unterton irgendwie, dass er schon mehr oder weniger damit rechnet, hier in diesem Arc drauf zu gehen. Also keine Ahnung, Zeldris hat auch sehr komisch auf diese ganze Sache, auf diese ganze Situation reagiert und meint dann sowas wie, ja, wie meinst du das denn und so. Deswegen, also das fand ich ein bisschen komisch, wie generell dieses ganze Szenario hier ein bisschen dargestellt wurde. Generell, dieser Kampf gegen Ludoshil fand ich, war absolut logisch, weil natürlich Ludoshil hat eine Grenze, kann man sagen. Er ist vom Power-Level hier erstmal in dieser ganzen Kulisse der heftigste, wenn man mal The One außen vor lässt, aber trotzdem rein vom Power-Level her ist Ludoshil hier der krasseste, aber weil Chandler True Night eingesetzt hat, das heißt die Mitternachtsfähigkeit, sind natürlich alle Dämonen nochmal
sehr geboostet. Die sind natürlich sehr, sehr stark. Die sind nochmal verstärkt worden. Deswegen hat Cusack hier auch die Möglichkeit, gegenüber Ludoshit zu kämpfen, weil er sehr wahrscheinlich durch die Fähigkeit von Chandler nochmal verstärkt wurde, um stärker zu sein als Ludoshit. Gibt ihm dann auch eine Kopfnuss und so weiter. Auf der anderen Seite, was ebenfalls dafür spricht, dass Cusack stärker ist als Ludoshit momentan gesehen noch, ist die Tatsache, dass Ludoshit an den menschlichen Körper von Margaret gebunden ist, was eine Grenze ist. Wie ich es gerade schon erwähnt hatte, das ist einfach eine Grenze. Wir haben gesehen, dass Zariel und Tamiel, die beiden anderen Erzengel neben Mael, haben dementsprechend ihre Körper verlassen. Nach einer gewissen Zeit, nachdem die sich regeneriert haben, konnten diese ihre richtigen Körper bekommen und dementsprechend auch besser gegen Esterossa bzw. Mael kämpfen. Das haben wir gesehen, das haben wir halt einfach gesehen, dass diese den Körper verlassen konnten und dann stärker waren. Ich denke, bei Ludoshit wird es ähnlich sein, aber weil Ludoshit halt nochmal viel höher ist und viel stärker ist, wird es, denke ich mal, noch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen, dass er diesen Körper halt dann dementsprechend verlassen kann von Margaret und dann zu seinem richtigen Körper findet. Würde auch Sinn machen, weil wenn wir dieses zeitgleiche Verhältnis zu dem Mael-Ding einfach in Kontrast stellen, wenn wir feststellen, Mael ist ja am Ende von dem Arc, wo Gopher ihm geholfen hat und so weiter, wieder in seinem richtigen Körper, also der Esterossa-Körper kann man sagen, und Ludoshil ist dann am Ende von diesem Camelot-Arc wahrscheinlich, außer er stirbt, auch in seinem richtigen Körper und dann können die sich wieder vereinigen. Mal gucken, aber das würde ich auf jeden Fall irgendwie so in so eine Richtung lenken wollen. Wie gesagt, außer Ludoshil stirbt hier in diesem Camelot-Arc. Das wäre echt krass, weil dann wäre Mael der einzige von den Erzengeln, der noch leben würde. Das fände ich ein bisschen heftig. Wir werden also feststellen, dass Margaret hier, also der Körper von Margaret, wohl oder übel früher oder später verlassen wird. Also der Körper wird dann weggeschmissen, denke ich mal. Und dann ist so die Sache, die ich mir hier stelle, was macht man dann mit Gil Thunder und Margaret? Weil Gil Thunder hat momentan sehr, sehr tödliche Wunden erlitten. Der ist anscheinend in einem sehr, sehr kritischen Zustand. Und Margaret hat ja auch schon die übelsten Wunden. Natürlich, Ludoshit ist in ihr drin und kann vielleicht ein bisschen heilen und so weiter. Aber trotzdem, ich denke, sobald Ludoshit aus ihr rausgeht, wird das hier sehr, sehr kritisch für sowohl Margaret als auch für Gil Thunder, weil die beiden sind dann so fucking weak, so fucking schwach, dass sie hier einfach gar nichts zu suchen haben, sowieso jetzt schon nicht Gil Thunder und Hendrickson, aber trotzdem, dass sie dann einfach so schwach sind, dass die an jeder Kleinigkeit, an jeder Stelle theoretisch verletzt werden oder getötet werden könnten. Deswegen, also ich bin mal gespannt, wie man diese Charaktere hier einsetzen wird, wenn es im Camelot-Arc in dieser Kulisse zu Toten kommt, wären das meine ersten Entscheidungen für diejenigen, die wegtreten, weil nicht aus persönlicher Sicht, wo ich sage, die mag ich nicht, sondern einfach aus schreibertechnischer Sicht, weil es ist einfach klar, die sind wirklich die Schwächsten und die sind für die Story jetzt nicht mehr so wichtig, kann man sagen. Deswegen, also das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir aufgefallen ist, weil Margarets Körper Schaden davon nimmt, Gil Thunder auch. Deswegen, mal gucken, inwiefern das in einer Verbindung steht, einfach, dass das hier komplett die ganze Zeit so aussehen wird in diesem Arc. Und wie das dann erst aussehen wird, wenn Ludoshit den Körper verlässt. Aber dazu kommen wir, wenn es soweit ist. Das will ich hier auf jeden Fall nur erstmal erwähnen, dass man hier schon mal darüber Bescheid weiß. Denn das sind Dinge, die in diesem Kapitel passiert sind. Dann kommen wir zu Chandler und Chandler kämpft gegen Merlin. Was ich sehr nice finde ist, obwohl Merlin halt quasi nicht so stark zu sein scheint, zumindest wenn man sich das Power Level anschaut, aber wir wissen, Power Level ist nicht so wichtig, was das betrifft, werden wir feststellen, dass Merlin einfach unfair ist. Sie ist einfach unfair, auch am Ende des Chapters, sie ist unfair. Das ist nicht anders zu beschreiben. Sie kann gefühlt alles mit ihrer Infinity-Fähigkeit. Sie macht genau die gleiche Attacke wie Chandler und lässt ihren Angriff quasi so maximieren, dass sie stärker ist als Chandler. Das ist so krass einfach. Sie kann ihre Unendlichkeitsfähigkeit gefühlt auf alles übertragen. Es ist so heftig und auch einfach auf andere Charaktere übertragbar, theoretisch gesehen. Auf Gopher war es ja auch übertragbar. Gopher wollte sich ja in die Luft jagen mit Mael, weil Gopher eine Bombe in sich drin hatte. Das haben wir in einigen Kapiteln vorher erfahren, dass Gopher eine Bombe hat, die quasi eine Verbindung aus Merlins Infinity und Escanor Sunshine ist. Das heißt, Gopher hätte hier eine absolut krasse Atombombe in sich drinnen und
Wenn man sich das einfach anschaut, dass Merlin ihre Magie, ihr Infinity auf alles so anwenden kann. Ey, ich freue mich so stark auf ein Escanor Infinity The One. Das wäre so geil, aber mal gucken, ja, ohne Spaß, mal gucken, ob das wirklich möglich ist, ob die Bombe hier wirklich gedroppt wird. Weil wenn das passiert, dann ist Escanor wirklich unbesiegbar, wenn er nicht mal eine Zeitbegrenzung hat. Also das wäre echt krass, aber müssen wir abwarten, ob das wirklich passiert. Das ist halt auch noch so eine Sache, denn Merlin sagt hier zu dem Lauch-Escanor, dass er zu Ritter rennen soll, also zu seinem heiligen Schatz. Und das ist momentan ein bisschen schwierig, weil die ganze Umgebung halt bombardiert wird gefühlt. Und Escanor in seiner Lauchform ist halt ein ängstliches Schweinchen. Von daher traut er sich nicht, da mal eben die 2-3 Meter zu seinem Schatz zu rennen, weil er halt sieht, dass die ganze Gegend bombardiert wird. Das ist halt mega nice einfach. Dieser Lauch-Escanor, ich feiere den übelst, weil er einfach so dieser absolute Kontrast zu dem normalen Escanor oder zu The One ist. Das ist schon mega lustig. Und Merlin hat anscheinend hier was vor. Also Merlin hat vor, wahrscheinlich Escanor wieder in seine Form zu bringen, Escanor wieder in The One zu bringen mit ihrer Magie. Ich bin sehr gespannt, was sie da genau vorhat, aber ich denke, es wird in so eine Richtung gehen, was Escanor betrifft. Und dann wird er die nächsten Kapitel sowieso wieder da sein und dann wird sein Stolz wieder komplett rasieren. Ansonsten hat man hier in diesem Kapitel eines sehr stark versucht deutlich zu machen, und zwar, dass Chandler und Cusack beide sehr stark sind, weitaus über den 10 Geboten sind, über die 10 Commandments und theoretisch sogar so krass sind, dass sie ihre wahre Kraft versiegelten. Also das geht so in Richtung Dämonenkönig Level, weil wir wissen, selbst der Dämonenkönig hat nicht wirklich 100% seiner Kraft, beziehungsweise er ist ja im Fegefeuer und so weiter. Ich denke, man wird die nächsten paar Kapitel sowieso noch einiges an Informationen einfach revealen, dass Chandler und Cusack aus einem ganz bestimmten Grund nicht 100% ihrer Kraft haben, nämlich wenn sie das hätten, dürften oder hätten sie gar nicht die Möglichkeit, hier in dieser normalen Welt, in der Realität herumwandeln zu können. Dann wären sie nämlich an das Fegefeuer gebunden, genau wie der Dämonenkönig und so weiter. Und natürlich am Ende des Kapitels sehen wir dann noch, wie Merlin komplett ausrastet und sagt, wenn diese beiden, Chandler und Cusack, keine Schwächen haben, weil die nehmen ja halt natürlich fast gar keinen Schaden, dann erschaffen wir Schwächen für diese. Das fand ich sehr nice. Wir haben dann auch gesehen, Chandler und Cusack haben Schaden davon getragen, haben Kratzer bekommen, haben geblutet und so weiter. Deswegen, also das fand ich schon wirklich sehr, sehr nice. Merlin ist einfach unfair. Merlin ist Hex, eine Hackerin. Das ist echt krass. Und ich bin mal gespannt, wie das die nächsten paar Kapitel aussehen wird, was Merlin betrifft. Sie hat das Potenzial. Sie hat das Potenzial, definitiv Escanor The One zu übertreffen, was ihre wahren Fähigkeiten betrifft. Und jetzt gegen Ende des Ganzen möchte ich nochmal kurz auf eine kleine Spekulation meinerseits zu sprechen kommen. Denn das ist eine Sache, die ich mich schon seit längerem frage. Es ist natürlich etwas, was ich auch irgendwie ausschließe, weil es macht halt irgendwie nicht so viel Sinn, dass Merlin so einen Schritt macht, weil sie hat so viele Gegner dann theoretisch, und mit Meliodas will sie es eigentlich auch nicht aufnehmen. Also dieser Schritt wäre schon sehr riskant für ihre Verhältnisse. Allerdings bin ich schon etwas interessiert an so einer Richtung. Und zwar könnte ich mir vorstellen, dass Merlin vielleicht, weil wir sehr, sehr wenig über sie wissen, in eine sehr böse Richtung gehen könnte. Also sagen wir mal, der Mondkönig ist weg, Chandler und Cusack sind weg, der böse Meliodas ist weg und so weiter. Was ist, wenn Merlin böse ist? Theoretisch, sagen wir mal ganz ehrlich, hat Merlin von ihrem Wissensstand her und von ihrer Fähigkeit her, nicht von der Stärke her, nur von der Fähigkeit her zu dem, was sie fähig ist einfach, hat sie theoretisch die Position, ein sehr heftiger Antagonist zu werden. Ohne Spaß. Dazu hat sie theoretisch die Position. Und ich denke mir so, warum macht man das eigentlich nicht? Also, es ist wirklich eine Sache. Natürlich, Charakterbeziehungen und so weiter spielen hier nochmal so eine Rolle, die einfach, wo man einfach sagen könnte, yo, das wird sie safe nicht machen. Ich bin mir auch sicher, sie wird das nicht machen. Aber theoretisch stelle ich mir auf der anderen Seite dann auch wieder die Frage,
ja, aber du hast schon das Potenzial, daraus etwas machen zu können, weil es ist halt, es ist so und so, es ist wirklich 50-50 an dieser Stelle. Auf der einen Seite denke ich mir, sie ist halt wirklich Teil der Seven Deadly Sins und würde sowas niemals machen gegenüber ihren Freunden und sie hat schon so viel Gutes getan und so weiter, aber sie ist halt so unfair in ihrem Bereich des Möglichen, dass sie theoretisch einfach ein Counter für alle wäre. Sie wüsste perfekt, was sie gegen Escanor machen würde. Sie wüsste perfekt, was sie gegen jeden anderen der Sins machen würde. Und theoretisch wäre es sehr intelligent von ihrer Seite aus, erstmal alle anderen Bedrohungen auszuschalten, die wir momentan noch in der Rolle des Bösen sehen. Und dann erst in Aktion zu treten. Das fände ich sehr nice. Das fände ich wirklich krass. Wenn Nakaba das droppt, Merlin als Antagonisten, als Endgegner und so weiter, das wäre echt, das wäre krass. Also das wäre schon ein heftiger Plot-Twist, würde ich sagen. Aber da müsste man einfach mal gucken, weil Merlin ist bisher einfach noch die mysteriöseste aus diesem ganzen Bereich, wo man auch wirklich sagen kann, okay, sie ist auch von den Sins, von den Sünden so diejenige, die alles so aus einer sehr, sehr unverständlichen Position und Einstellung gemacht hat. Wir wissen natürlich, dass sie ihr Dorf, zum Beispiel ihre Heimat verlassen hat. Dazu habe ich ja vor ein paar Tagen auch ein Video gemacht zu der Sünde und ihren ganzen Vergehen und so weiter. Und bei Merlin ist es halt wirklich so, Merlin hat das alles in Kauf genommen, nur um ihren Hunger nach dieser ganzen Wissensmacht voll auskosten zu können, nur um ihren Hunger zu stillen. So, das ist wirklich heftig, finde ich. Und da muss man halt wirklich sagen, könnte das hier auch in eine etwas dunklere Richtung abdriften. Fände ich sehr interessant. Ich will diesen Gedanken nur mal mit reinwerfen. Ich will das auf jeden Fall nur mal erwähnen. Wie ist eure Meinung dazu? Könnt mir auf jeden Fall mal eure Vorschläge dazu unten reinschreiben. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was ihr so dazu sagt und denkt. Ich persönlich denke nicht, dass man das machen wird, weil, ja, man hat zu viel oder zu sehr Merlin in eine gute Richtung lenken lassen. Allein wenn man sich ihre Beziehungen zu den anderen Sins anschaut oder zu generell allen anderen Charakteren. Vielleicht gibt es auch Punkte, die ich jetzt nicht bedacht habe, die das Ganze sowieso so ein bisschen ausschlagen, kann man sagen. Also die dem Ganzen widersprechen, das könnte auch sein. Habe ich jetzt vielleicht auch nicht so ganz durchdacht. Es ist nur, wie gesagt, eine Thematik, die ich interessant finde, weil Merlin mit gefühlt jedem Charakter der Serie mithalten kann, ohne Probleme, so heftig ist. Also warum das nicht als absoluten Twist gegen Ende hin nutzen, um sie als Endgegner hinzustellen? Das fände ich echt heftig. Von daher, ja, muss man da mal schauen. So als perfekter Konter für alles und jeden. Das wäre echt krass. Und sie ist halt diejenige, die du dann nicht zerstören kannst, weil sie immun gegen alles ist, gegen Dämonenkönig, gegen höchste Gottheit und so weiter. Sie ist dann halt krasser als alles, was Taizai zu bieten hat. Das wäre es soweit von meiner Seite aus gewesen. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten paar Kapitel. Lasst mir gerne eure Meinung dazu unten da. Lasst mir auch einen Daumen nach oben da oder ein Abo, wenn ihr noch nicht abonniert haben solltet. Das wäre es soweit gewesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Abend und haut rein. Ciao.